Hallo, ihr Lieben, ich begrüße euch ganz herzlich im hiesigen Winter. Es hat geschneit und just auch bei uns hat es heute Nacht geschneit, also nicht nur in Klondike, auch bei mir zu Hause war heute Morgen alles weiß überzuckert. Inzwischen matscht es zwar schon wieder ziemlich, aber das schieben wir mal ein bisschen weiter nach hinten. Das ist für uns absolut uninteressant. Uninteressant ist für uns, welches Event haben wir denn diese Woche? Und wir haben etwas, auf was ich schon eine ganze Weile warte. Schau mal in die Zeitung. Reise nach Süd, Grindhill und bereite dich mit Sieke Escher auf die Dreharbeiten vor. Hilf Freunden und Einheimischen in Grindhill bei ihren ersten Schritten in der Filmebranche und lüfte das große Geheimnis um den Besitzer der Farm der Zukunft, Mr. Avery Moore. Es geht wieder um Kino, um Leinwand, um Filme, das hatten wir schon öfter. Und man sieht auch hier, ist gar kein Auftrag. Hier, also kein Ausgangs, ja, eine Übersicht, ne? Was wir denn für ein Event haben. Aber wer genau geguckt hat, der hat schon links oben was blinken sehen. Denn es gibt wieder ein Geschichtsabenteuer. Neues steht da oben. Und wer nämlich sein erstes Geschichtsabenteuer abgeschlossen hat, da hat es schon lange nicht mehr geblinkt. Jetzt blinkt's wieder, weil es gibt ein neues Geschichtsabenteuer. Und da gucken wir doch gleich mal rein. Grindhill retten. Das erste haben wir schon abgeschlossen, vor einiger Zeit. Und jetzt haben wir ein neues. Sieke Escher brauchte deine Hilfe bei der Rettung seiner Heimatstadt vor einem unglücklichen Schicksal. Oh nein. Der Sheriff muss nicht gerufen werden, die Banditen haben nichts damit zu tun. Schnapp dir stattdessen eine Filmkamera und verwandle die Bergbaustadt in das Zentrum der Filmindustrie. Aber wie schwer ist es, Filme zu drehen? Finde es jetzt heraus. Wer das hier oben noch nicht angebrochen hat, der sieht jetzt eine Übersicht, wo er sich aussuchen kann, welches er beginnen will. Also das hier ist nicht Voraussetzung dafür, dass man das hier spielen kann. Man kann sich dann aussuchen, ob man dann doch vielleicht lieber erstmal das spielt und das erstmal noch lässt. Da startet natürlich wieder ein 30-Tage-Timer für das erste Gebiet. Und in der Zeit kann man das freiräumen und wahrscheinlich wieder ab einer bestimmten Zeit dann das zweite und das dritte. Also es gibt wieder drei große Locations, auf denen man da aufräumen kann. Und ich denke mal, die erste wird einfach den Dezember übergehen. Und dann auch wieder nach wahrscheinlich 28 Tagen, könnte ich mir vorstellen. Ich glaube, so war es hier auch. Die nächste sich öffnen. Das werden wir gleich sehen. Ich wollte aber euch vorher noch kurz was zeigen. Wenn wir hier schon Schnee haben, haben wir natürlich auch neue Marktdinge, die wir kaufen können. Auf dem Markt gibt es wieder schon weihnachtlich angehauchtes und winterlich angehauchtes. Einen Dekorateur, wenn man den hat, kann man hier, also dann hat man außer Schnee hier, glaube ich, noch so Weihnachtskugeln und alles Mögliche an seinen Häusern. Den habe ich nicht, brauche ich auch nicht unbedingt. Und dann natürlich wieder Kerzen, Lebkuchen, verschneite Dinge, Weihnachtswichtel, alles, was halt so zu Weihnachten oder Winter passt. Man kann sogar eine kleine Weihnachtsstadt aufbauen, wenn man möchte, denn hier gibt es auch so kleine Häuschen. Oh, ich weiß gar nicht, wie groß die sind. Das kann man aber leicht gucken. Also wenn man hier auf Kaufen klickt, dann kauft man nicht schon. Dann kann man nämlich einfach mal gucken, wie es aussieht. Also es wäre dann so eine kleine Weihnachtsstadt. Und wenn ich jetzt aber auf Erfüllen gehe, weil ich es doch nicht will, dann hat man aber nichts gezahlt, weil man hat es ja nicht gekauft. Also es ist nicht in meinem Lager, sondern es hüpft dann wieder in den Markt und man hat es nicht gekauft. Also da keine Sorge. Ich mache das auch ganz gern, wenn man auf dem Bildchen nicht so genau sieht, wie das aussieht und wie das wirkt, wenn es dann wirklich dasteht. Und dann klicke ich da immer einfach drauf und tue es hier einmal so, ohne dass ich natürlich hier drauf dann hier klicke, sonst habe ich es gesetzt und bezahlt, sondern einfach nur am Cursor lassen und einfach mal so gucken, wie das denn aussehe, ob man das tatsächlich haben will. Das finde ich eigentlich ganz gut, dass das geht. Dass man es nicht kaufen muss, dann ist es im Lager und wenn du es dann aufstellst, siehst du, oh ne, hätte mir gar nicht gefallen, hätte ich nicht kaufen sollen. Das finde ich eigentlich ganz gut. So, jetzt habe ich genug geschwafelt.
Jetzt gucken wir mal, wie unsere Geschichte ist. Wir haben auch wieder so ein Schweinchen, aber das nutze ich auch nicht. So ein Schweinchen, mit dem man anscheinend angeblich Energie spart. Aber es ist halt einfach Quatsch. Weil wenn ich Energie einsammle, ne? Also quasi opfere, dann tut sich das hier halt so ansammeln. Und wenn man dann 1199 zahlt, dann kriegt man wieder Energie, je nachdem, wie viel man eingesetzt hat, an Energie, was sich automatisch nach einer Weile voll füllt, wenn man irgendwas macht. Also von dem her ist das eigentlich, man hat sich nichts gespart. Man zahlt halt, wenn man genug gearbeitet hat und hier virtuell angeblich Energie eingezahlt hat ins Schweinchen, halt, zahlt man halt 12 Euro, ne? Und dann kriegt man, ich nehme mal an, 1400. Würde ich mir jetzt nicht kaufen. Ich kann es ehrlich sagen. Okidoki. Dann bin ich jetzt schon mega neugierig und möchte gerne wissen, wie wir Grant Hill retten können. Und deswegen starten wir jetzt auch einfach. Du hast 30 Tage Zeit, dieses Geschichtsabenteuer abzuschließen. Der Timer startet, wenn du zum ersten Mal dorthin gehst. Ja, auf geht's ins Abenteuer. Hallo, was ist? Und wie sieht der Plan aus? Was ist passiert? Unsere Minen sind leer. In Grant Hill gibt es keine Kohle mehr. Und somit auch keine Arbeit. Aber wir haben eine Theatergruppe. Deshalb wollen wir einen Film drehen. In den Minen? Wir müssen es schnell und günstig machen. Aber besser als diese Schlaumeier aus dem Süden. Dann können wir ins Filmgeschäft einsteigen und Geld in die Stadt bringen. Es ist nicht leicht, einen Film zu drehen. Wir brauchen ein großes Team und ein Drehbuch. Ich gehe zur Farm der Zukunft und suche den Autor Avery Moore. Kommst du mit? Meine Arbeiter helfen dir am Set und Ziki hat seine Freunde aus ganz Klondike gerufen. Die meisten von ihnen sind schon hier. Kommt, wir haben viel zu tun. Okay, wir haben zwei Aufgaben. Wir haben einmal, Beers erwartete mich auf der Farm der Zukunft, um den Science-Fiction-Autor Avery Moore zu suchen. Sieke wollte den Film wohl auf einer seiner Kurzgeschichten aufbauen. Gehe zur Farm der Zukunft. Über diesen Wegweiser. Und dann haben wir, ich habe den Professor schon länger nicht gesehen, seit dem Experiment am Valentinstag. Er kam ebenfalls nach Grant Hill, um uns beim Filmdreh zu helfen. Finde den Professor in Süd Grant Hill. Und das müsste ja dann hier sein, ne? Wir sind jetzt in Süd Grant Hill. Wir haben jetzt natürlich hier keine Kutsche stehen und keinen Wegweiser, mit dem wir nach Hause gehen. Wir können hier so einfach nur nach Hause gehen. Denn es ist wieder die Besonderheit, dass wir direkt hier, ohne die Kutsche zu brauchen, aus unserem Lager schöpfen können, was wir da haben. Deswegen immer ein bisschen aufpassen, wer sich eine Notration aufheben will und nicht alles auf essen. Der muss dann immer so ein bisschen aufpassen, wenn er hier futtert, dass er nicht alles ganz leer ist, wenn er das nicht möchte. Wem das wurscht ist, ist ja dann auch egal. Wem es wurscht ist, ist es auch wurscht. Jo, hinten steht, glaube ich, ein Zelt und in dem Zelt sind Dinge, oder? Sieht, ist das hier eine Plane? Das ist jetzt doch eine Plane, aber die ist noch nicht ganz aufgedeckt, weil eigentlich hier Wölkchen sind. Außerdem, wichtig, hier kann euch euer Spitzhackenpartner nicht helfen. Ihr könnt hier nichts markieren. Wenn ihr hier mal drauf geht, seht ihr das. Ihr könnt nur Sachen bewegen und Röntgenblick. Deswegen, also Spitzhacken kriegt man, wenn man hier abbaut, aber man kann den Partner nicht einsetzen. Das heißt, wenn man hier 100% haben will, dann muss man das schon selber schaffen. Dann gucken wir doch mal, was wir so kriegen können. Wir bekommen normales Geraffel, wenn wir 25% aufräumen, was man ja meistens sowieso schafft, wenn man die Questreihe macht. Dann bei 50% bekommt man eine, sieht aus wie so eine Schneiderwerkstatt. Und ich glaube, auch das hier, das sind, ich glaube das, Moment, ich schaue schnell. Also wir haben wo
haben wir es denn? Ich muss gerade suchen. Ja, da. Also. Man bekommt, also das hier ist Deko, diese Schaufensterpuppen sind es eigentlich, sind so Ankleidepuppen, so Schneiderpuppen. Schneiderpuppen, das ist das richtige Wort. Schneiderpuppen. Die sind reine Deko. Ich weiß aber nicht, wie viele man bekommt. Und das hier steht jetzt gar nicht dran. Dann gibt es hier eine. Och, die ist ja eigentlich ganz süß. Das ist eine Multibox. Das ist so ein kleines Puppentheater. Und bei 100% kriegt man ein kleiner Spielplatz. Ein Spielplatz, in dem man auch Sachen herstellen kann und das nachher als Deko hat. Ich denke mal, das hier ist auch nur eine Deko. Weil da steht jetzt nichts. In den News, dass man da noch irgendwie. Vielleicht das und das. Das wird wahrscheinlich so sein. Dann haben wir hier unten noch was. Wir sollen. Der Requisiteur bot mir an, gewöhnlichen Ton gegen grünen zu tauschen, wenn ich in der Nähe welchen fand. Sieke und ich wollten ja sowieso durch die Stadt spazieren gehen. Sammle den ganzen grünen Ton für den Requisiteur. Da, 40 Stück will er und so sieht er aus. Oh, wir können ihm schon die ersten 40 mal geben. Machen wir gerade mal. Dankeschön. Und das hüpft auch gleich alles ins Lager. Wie gehabt. Und jetzt können wir ihm schon mal Ton geben. Jetzt wird es wahrscheinlich ein Weilchen dauern. 5 Minuten. Bis wir normalen Ton bekommen. Ach, ich hoffe, wir brauchen den Ton nicht für irgendwas anderes Quest-Technisches noch. Dann gibt es Filmrollenkisten. Schauen, was passiert. Mit Sammelzeugs und 5 Filmstücken. Dann holen wir doch die auch gerade, wenn wir die hier durchsehen. Dann haben wir nämlich schon 10. Was haben wir hier? Wege. Ah, Wagen zu Sam's Ranch. Also das ist das. Das sind die ersten drei. Also die erste Location hat 3 Gebiete. Sam's Ranch. Und die Farm der Zukunft. Hier hinten liegt noch ein bisschen Kerosin. Jo, danke. Und ich würde mal sagen, wir gucken jetzt schon mal weiter. Ich bleibe erstmal auf der ersten Karte. Ich mag jetzt nicht schon zu den anderen springen und überall gucken. Dann alles so angefangen haben. Wir gucken erstmal hier, was es hier so gibt. Und lassen uns überraschen, wo wir da so hingebracht werden. Wir fanden den Professor in seiner üblichen chaotischen, aber kreativen Atmosphäre. Doch er tat nach nichts. Er stand einfach nur da und starrte Werkbank und Schreibtisch an. Wir kriegen 50 Hirschen. Der Professor hilft uns beim Bauen der Kamera. Okay, aber es steht bis jetzt nur das Stativ da. Und hier. Das ist doch schon. Ach, das ist so eine halb aufgebaute Kamera. Das sieht eher aus wie ein Schneidetisch. Wo man die Filme dann schneidet, ne? Wir haben die Teile bestellt, aber es scheint ein Problem zu geben. Du bist schon hier, großartig. Wir müssen die Kamerateile einsammeln. Ich muss die Kamerateile einsammeln, ganz bestimmt. Der Postbote ließ sie fallen, als er im Wald Wildscheine sah. Oha, Wildscheine? Wachsen da Scheine auf den Bäumen? Ich nehme mal an, Wildschweine. Wildschweine? Und was sollen wir jetzt tun? Es ist nicht so schlimm. Die sind fast zahm. Wir können sie mit Eicheln füttern. Dann verschwinden sie sofort. Bring mir die Teile, dann bauen wir beide die Kamera im Handumdrehen zusammen. Irgendwie habe ich gerade so ein bisschen das Gefühl, das ist so irgendwie aus alten Events so ein bisschen was Zusammengebautes. Wildschweine, die wir füttern müssen und dieses ganze Filmset-Ding. Eine Truhe, aber da ist ein Holz drin. Ich hatte gerade gehofft,
Da ist vielleicht auch irgendwas Besonderes drin. Dann haben wir eine Werkbank, aktuell nicht in Betrieb. Dort können wir, wenn wir das Buch Mars Mittag haben, wird zum Tauschen an der Werkbank benötigt, kann in Süd Grantle gefunden werden. Dann bekommen wir 100er Dynamit in 3 Stunden. Das heißt, je nachdem, wie viele von diesen Büchern wir finden. Okay, lassen wir uns mal überraschen. Dann steht hier auch noch irgendein wunderliches Gerät. Wir machen mal den hier weg. So. Ja, machen wir mal den weg. Kann zwar sein, dass das überhaupt nichts ist. Ja, es sind einfach 150 Ton. Interessant. Okay. Hier sind wir jetzt, ne? Ich eilte zu den roten Eichen. Die Wildschweine hatten den Postboten so erschreckt, dass er unsere Pakete überall liegen ließ. Ich bereitete Eicheln für die Tiere vor. Diesmal haben wir jetzt immer hier oben wieder Texte, die sie jetzt eine ganze Weile immer weggelassen haben. Untersuche die Pakete in Süd Grantle, 4 Stück, und setze die Kamera zusammen und stelle sie auf das Stativ. Da steht schon eine Eiche, ne? Okay, dann gucken wir uns mal hier ein bisschen um und schauen, was wir hier im nächsten Gebiet finden. Ich möchte hier gerade noch ein bisschen die Wölkchen wegkriegen. Und meine Gratis-Energie abholen, indem ich hier einfach mal auf 0 futtere. Sieht ja cool aus, das. Ah, da liegt auch gleich nochmal Kerosin und dahinter auch 2 Stück. 2-mal Kerosin. Also das hier ist eigentlich ein großes Zelt, ne? Da sieht man halt nur die Wände, damit man nach innen gucken kann. Aber es ist eigentlich ein großes Zelt. Hier sieht man auch nochmal so Ecken. Ein großes Forschungszelt. Dann gucken wir doch mal hier in diesen Eichenwald. Also nicht diese grünen Eichen hier sind die, die wir brauchen, sondern diese rotbelaubten. Jede Eiche trägt 35 Eicheln und jedes Schweinchen möchte 35 Eicheln haben. Was natürlich sehr schön ist. Dann müssen wir uns nicht hier zu Tode suchen. Liebes Schweinchen, weiche. Wir brauchen das Geschenk, nein, das Päckchen, was hinter dir liegt. Dankeschön. Und so machen wir das jetzt bei den anderen auch. Was hüpft denn da raus? Okay, mal gucken, ob das alles gleich aussieht. Das sieht eher so wie das Objektiv und irgendwelche Rollen. Mal gucken. So, alles einsammeln und dem Schweinchen geben. Und im Päckchen ist... auch so eine Kiste. Okay, da sind immer die gleichen Kisten drin. Hier ist nochmal Lehm. Mal hier gucken, aber das sieht hier nicht so aus. Können wir schon abholen? Oh ja. Dann kann er gleich den nächsten Stapel schon haben. Dankeschön. Und dann gibt es nämlich hier oben nochmal zum Beispiel auch nochmal Lehm. Und hier hinten auch. Nehmen wir alles mit. Und dann müssen wir natürlich auch die Eicheln nochmal holen. Einmal hier. Und einmal da. Damit auch hier die Schweinchen zum Futter haben. Bitteschön. Also ja, ich muss sie erstmal einsammeln, sonst habe ich nichts. Jetzt aber. Dankeschön. 1 und 2. Hier hinten haben wir, das hatten wir auch schon mal, da haben wir wieder Buchstaben. Und ich glaube, das wird wieder genauso sein. Hier fehlen auch welche. Und wenn man die Buchstaben hier in der Landschaft findet und hier ordentlich hinsetzt, da gab es beim letzten Mal, als es sowas gab...
dann, glaube ich, ordentlich Energie dafür, wenn man das hingesetzt hat und dann, glaube ich, hier nochmal geklickt hat auf die Buchstaben. Dann sind die rausgehüpft. Die könnten auch tatsächlich hier hinter diesem Wall, wobei da ist Kohle dahinter. Da sieht man, da ist Kohle. Aber das könnten zum Beispiel auch Buchstaben versteckt sein. Ich spiele aber erstmal ganz normal und suche dann erst, wenn mir Buchstaben fehlen, an den Orten, die noch ein bisschen suspekt aussehen. Vielleicht gibt es hier ja auch wieder irgendwelche besonderen Schätze. Ich spare mir aber erstmal die Energie für die Story. So, setze die Kamera zusammen. Nee, da nicht. Wahrscheinlich hier. Bei ihm? Ja, okay. Er kann das. Wir können das nicht machen. Er kann das. Und dann können wir sie hier draufpacken. Die Kamera stand auf dem Stativ und war bereit. Sieke wollte weitermachen, aber ich musste die ganze Zeit drüber nachdenken, warum der Professor ohne Amy gekommen war. Sieke eilte zum Besitzer des Sägewerks, Alain Chapero oder Alain Chapero. Alain hatte durch die Minenschließung viel verloren. Vielleicht war er also an unserem Projekt interessiert. Finde Alain Chapero in Süd Grand Hill. Und wir kriegen keine Tipps, ne? Sonst hat man immer ein Fragezeichen und kann so ein bisschen gucken, wo. Aber diesmal nicht. Wahrscheinlich hinter der Türe hier. Wie viel brauchen wir denn da? 55, wie... Ich will mal nicht sagen, wie immer, aber wie des Öfteren. Müssen wir erstmal ein bisschen auf eine gerade Zahl kommen. Und dann machen wir mal hier Tür auf. Was uns noch nicht allzu viel eröffnet. Aber hier ist wieder so eine Kiste mit Filmrollen. Das meiste geht hier auch mit 30 auf. Also noch ist es auch für Neulinge einigermaßen machbar. Filmrollenkiste. Okay, hier geht jetzt eine Hecke. Von dem her geht es vielleicht hier so ein bisschen weiter runter erstmal. Da hinten ist, glaube ich, noch Ton. Hier hinter der Kohle. Machen wir doch einfach auf. Yeah. Und dann suchen wir mal den guten Chapero. Wir fanden Alain auf dem Boden liegend und leise wimmernd. Oh weh. Ich hatte diesen Mann noch nie so verzweifelt gesehen. Wir mussten ihn aufmuntern. Da liegt er. Mit was? Oh, wir haben wieder ein Luftkissen. Ein Luftkissen. Sorge dafür, dass... nein, wir lesen erst oben jetzt immer lesen. Das habe ich jetzt mir so abtrainieren müssen, dass ich oben nicht immer diesen Standardsatz lese. Muss ich da aufpassen, dass ich das immer mitlese. Wir sahen einen reichen Sägewerkbesitzer, der den Lebenssinn verloren hatte. Ich bemühte mich, Worte zu finden, die ihn aufmuntern und dazu bringen würden, uns zu helfen. Sorge dafür, dass Alain Chapero in Süd Grand Hill wieder zu sich kommt. Es ist doch gar nicht so schlimm, Mr. Chapero. Hauptsache, du hast noch deine Hoffnung. Sein Sägewerk hat er ja nicht mehr, oder? Hat er ein... Ach nee, seine Mine hat er verloren, oder? Warte. Nein, er hat seinen Lebenssinn verloren. Okay. Das Wichtigste im Leben ist nicht das Geld, sondern der Glaube an dich selbst. Steh auf, es gibt immer... Das ist, glaube ich, egal, was man nimmt, oder? Neue Ziele. Obwohl das Wimmern aufhörte, lag Mr. Chapero noch immer auf dem Boden. Plötzlich hörten wir schwere Schritte von hinten. Alain, ich bin's. Hey, mein Freund, warum liegst du denn hier so rum? Das Leben wird härter, aber wir leben. Nur die Harten kommen in den Garten. Und, was soll ich jetzt machen? Mein ganzes Leben habe ich in dieses Sägewerk gesteckt. Meine Arbeiter, sie müssen ihre Familien ernähren. Was sollen sie denn jetzt tun?
Weiterarbeiten. Aber jetzt für diese Stadt. Wir drehen einen Film. Wir brauchen Kulissen. Kulissen bestehen aus Holz, verstehst du? Ein Film? Ach, ich weiß nicht. Andererseits, warum eigentlich nicht? Ehrlich gesagt, hab ich mein Sägewerk verwüstet. Oder ich habe mein Sägewerk verwüstet. Wir müssen für Ordnung sorgen. Ach, mal wieder. Mr. Chaperon, ich kümmere mich darum. Und guckt mal, wir haben hier hinten ein R gefunden. Dekoration. Platziere sie an der richtigen Stelle. Nutze das Werkzeug verschieben aus der Menüleiste hier. So. Grand Hill. Ich würde mal sagen, oh, man kriegt schon die richtige Stelle auch angezeigt. So. Wir haben schon ein R gefunden und das war gar nicht schwer versteckt. Wir mussten da sowieso durch. Okay, das scheint hier das Sägewerk zu sein. Das heißt, wir müssen hier durch. 55. Und man merkt schon, dass es jetzt ein bisschen anspruchsvoller wird. Im Sägewerk herrschte das reinste Durcheinander. Schwer zu glauben, dass Mr. Chaperon das alles alleine schaffen könnte. Kein Wunder, dass er erschöpft am Boden lag. Sorge im Sägewerk. Für Ordnung. Ach, das hatten wir doch auch schon mal. Ich finde es gerade sehr ähnlich mit dem anderen Event, das wir schon mal hatten. Da mussten wir dann auch das Sägewerk aufräumen. Wir mussten Wildschweine verscheuchen und, und. Ich habe auch einmal so ein Filmabenteuer angefangen. Und dann war das aber noch zu schwer für mich. Und ich konnte da nicht mitmachen. Ich weiß, ich habe dann irgendwie aufgegeben vor dem Kino. Ja, aber das hier mit dem Sägewerk hier so schön in der Mitte. Ich habe da irgendwie so ein Déjà-vu. Hier wahrscheinlich auch. Okay, wir müssen wahrscheinlich... Müssen wir da jetzt auch irgendwas herumbewegen? Ja, genau. Da musste man auch die Bretter stapeln. Okay, mehr haben wir erstmal nicht. Wir müssen erstmal Sachen wegräumen, sonst geht da gar nichts. Können wir mit dem was machen? 7 Stück. 7 Stück müssen hier Platz haben. Oh, wir haben hier wieder Minzbüsche, sehe ich gerade. Guckt mal, brauchen wir die dann auch für irgendwas? Da hüpfen nämlich Blätter raus. Minzblätter, guckt mal. Also hier war jetzt eine. Und da ist eine. Jetzt müssen wir wieder Tee kochen. Da, guckt mal. 1, 2, 3, 4, 5, 6 Blätter hüpfen da raus. Die brauchen wir bestimmt noch. Die sind bestimmt nicht so kurz, weil da... Und hier steht ein A. Haben wir schon alles gefunden? Wird sich gleich rausstellen. Ich meine, das Areal haben wir aufgedeckt. Gucken wir mal. Wir haben hier noch einen Bretterstoß. Da ist noch ein Bretterstoß. Es sind aber nicht nur Bretterstöße, sondern auch so kleine Gerätschaften hier. So ein Arbeitstisch. Da ist auch einer. Und hier unten... Haben wir aber 6 Sachen erst. Wir brauchen noch 1. Was können wir denn hier noch verschieben? Da war jetzt noch einer. Ich glaube, es waren 7. Oder waren es 9? Ich glaube, das sieht ganz gut aus. Huh? Ich glaube, wir können hier reparieren. Wir sorgten im Sägewerk für Ordnung und Chaperon und seine Mitarbeiter konnten mit der Herstellung der Kulissen beginnen. Sieke wollte, dass wir weitermachen. Als nächstes gingen wir zu Achille de Rastignac, der hier eine Schneiderei eröffnet hatte. Das ist doch genau das, oder was wir schon hatten. Mir kommt das so bekannt vor. Das war auch mit einer Schneiderei. Ich glaube, das ist das 1:1 übernommen. Das ist das, was ich dann nicht mehr weitergemacht habe. Ich weiß nämlich, dass ich bei der Schneiderei aufgehört habe.
Ich kann da meine alten Aufnahme gucken. Ich glaube, ich hatte das soweit dann aufgenommen, oder? Müsste fast sein. Das ist hier einfach nochmal, deswegen haben wir hier nämlich auch Texte. Weil das einfach von damals als Geschichtsabenteuer übernommen wurde. Sieke erzählte von der guten Nachricht, er hatte einen großen Auftrag für ihn. Finde Archilde Rastignac in Süd Grand Hill. Ist zwar nicht schlimm, also wir können so dieses Abenteuer auch mal fertig machen. Ach ja, genau, bevor wir es vergessen, hier gibt es ein Mörsmittag. Und Filmrollen. Und wir können auch gleich mal noch einmal hier Ton einsammeln. Und hier. Und wenn wir so weitermachen, dann haben wir das nämlich auch schon bald. Guck mal, wir haben jetzt die Hälfte Ton. Und da hinten. Ton ist immer gut. So, ich glaube, das sieht schon erstmal ganz gut aus. Können wir hier jetzt irgendwas machen? Nö, es sieht einfach nur hübsch aus. So, dann tun wir mal die Buchstaben noch versetzen. Da sieht man es schon leuchten. Und das A. So. Dann fehlt uns ja nur noch I und L, ne? Ja. Okay. Na dann, lieber Schneider, höre auf, 55. Und dann schauen wir mal, was da dahinter liegt, beziehungsweise was für Schikanen uns dort noch erwarten.